Schön, dass wir den Leuten zeigen, wie gut wir uns verstehen, ne? Ja, du kleine beschissene Kackfotze. Nein, Spaß. Keine bösen Wörter out. Kleine keine schlimmen Fotze, Wörter. Fotze, Fotze. Keine bösen Wörter. Nein! Mein Leben hat wieder einen Sinn. Warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich in den Arsch gefickt? Es tut so höllisch weh. Du machst mir ein Entschuldigung. bisschen Angst. Falsche Richtung, du Noob. Linus? Ja. Du bist ganz leise. Was? Wirklich? Ja. Okay, ich stopp mal kurz die Aufnahme. Vielleicht liegt das am Headset. Wow. So, wir entschuldigen die kleine Unterbrechung. Ja, aber jetzt haben wir wieder beim Aufnehmen. Hab die Musik auch ein bisschen lauter gestellt, weil die anscheinend ein bisschen leiser war. Ich knall immer bei der Stelle runter. Justin, der Arsch, hat, während ich einstellen musste, das Dungeon bereits fertig gemacht. Muss er jetzt auf uns warten? Das ist sein Pech. Egal, ich spring hier ganz gerade ganze Zeit auf den Rändern von den Tunneln. Ich bin ja ein richtiger Pro. Bist du? Okay. Wir nehmen wieder auf. Haben erneut unterbrochen, aber jetzt was soll's jetzt? Ich gehe halt lieber etwas öfter sicher, als die Aufnahme komplett zu verhauen. Weil das Problem hatten wir schon öfters, ne, war Justin? Ja. Okay. Kommt es darunter? Das Dungeon hier erinnert mich leicht bei aus Herr der Ringe an Moria. Wieso? Kennst du Herr der Ringe? Ja. Ja, so das erinnert mich leicht an Moria. Was ist am Moria? Hä? Was ist am Moria? Moria. Was ist das? Zwergenstadt, erinnerst du dich? Kennst du den Teil nicht? Hä? Moria, die Stadt der Zwerge. Boah, du bist ein Noob. Ich sagte, ich kenne Herr der Ringe nicht, dass ich das guck. Trotzdem, das ist Grundwissen, Mann. Ich gehe jetzt in hier rein. Na, jetzt wart. Ich warte. Nein, du gehst in 4 rein, hast du gesagt. Ja. Na, jetzt warte, du Arsch. Ich gehe. Na, du gehst nett, ey, sonst kicke ich ja. dich. Ich kann nichts dafür, dass du so weit vorgegangen bist, aber dass du jetzt einfach vorgehst, finde ich nicht fair. Ja, ich gehe doch vor. Hä? Ja, ich gehe doch vor. Nein, nicht vorgehen, du Blödmann. Ja, ich will doch ganze Zeit vorgehen. Ich kick dich jetzt. Nein. Na, ehrlich, ich kick dich jetzt, weil das zu doof ist. Nein, das war doch nur Spaß. Aha, deine Späße sind mir aber auch fremd. Du hast in den Game Mode geschaltet, weil du den Eingang wieder dicht machen wolltest, ne, wa? Nö, ich hab den Eingang aufgemacht. Ist klar. Aber ich stehe hier. Na gut, also ich habe das Dungeon schon geschafft. Die Schalter am Ende bringen uns nicht wirklich weiter, aber ja, wir haben's, wir schaffen die Dungeon. Aber jetzt machen wir eh Pause. Weil als erstes, ich rieche schon von unten, dass es Essen gibt. Miam, 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 ich habe Hunger. Justin, komm, jetzt Ja? lass stecken. Komm hoch. Oh. Oh, geiler Ma Knackarsch. naja, du Perversling. Ey, du bist Minecraft-Pedo-Minecraft-Feel, oder? Ja. Meinophil, genau so würde man sagen. Na gut. Dann machen wir einen Cut. Wir verabschieden uns recht herzlich und ich sage gute Nacht. Bye Hallo Eins. und willkommen zum Start einer neuen Aufnahme von Let's Adventure Dungeon Runners. Ja, man hört es bereits. Dieser Vollnoob Justin Schrägstrich Gammler1023 ist wieder dabei und wird uns Ohrenkrebs bescheren. Ich gehe mich jetzt töten.
Na gut, ich sag's ganz ehrlich, wir haben eigentlich erst vor gut einer Stunde aufgenommen. Wir haben bloß kurzen Cut gemacht, weil es bei mir Essen gab und ich schon am Verhungern war und so weiter. Und jetzt machen wir eigentlich direkt weiter, oder? Was? Und ich hab Netze von meinem Dad für kurze Zeit bekommen. Ah ja, genau, er hat ein neues Headset bekommen, er klingt jetzt ein bisschen besser. Aber du klingst jetzt wieder ein bisschen leise. Pass bitte auf, dass du möglichst konstant klingst, also dass die Entfernung immer auch gleich ist, ne? Also, ich verändere an der Entfernung gar nichts. Okay. Ja, aber bei mir ruckelt es manchmal, aber vielleicht liegt es am Fraps, kann ich jetzt schlecht beurteilen, weil du klingst bei mir sowieso gerade ein bisschen komisch, weil Fraps irgendwie für eine komische Resonanz sorgt. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Na gut, jetzt hören wir besser auf, blöd rumzulaufen und machen weiter, oder? Dungeon 4, Intermediare. Ich weiß zwar nicht, was für ein Schwierigkeitsgrad das ist, aber ist schwerer als normal. Wow. Wow, oh. Danke, danke, dass du für mich gestorben bist. Upsala, fuck. Ich hab den YouTube-Link gespeichert, nicht Ich hab dieses Loch gar nicht angenommen. Boah. Boah. Oh ja. Yeah. Schade. Du musst sofort losrennen. Boah, ich bin gegen die Wand gerannt. Ja, du musst auch schnell sein. Also nicht zögern, sofort los sprinten. Ja, ja, ich wow, bin fuck. Gegen die Wand gerannt. Mhm. Was ich manchmal, was ich hier gemeint finde, jetzt schon gemeint finde, auf einmal diese Schluchten da. Ja. Wo man ganz leicht mal reinfällt. Das wäre uns ja vorhin schon passiert. Du bist reingefallen, du, ich war hinter dir und bin glücklicherweise nicht verunglückt. Ja. Glücklicherweise. Puh, das war knapp. Wow! Fick doch! Wie weit hinter mir bist du? Ah, jetzt sind wir weit. Ich bin jetzt bei einem zweiten Schlucht runtergefallen. Pass jetzt besser auf, am Arsch. Was? Ich bin zweite Schlucht runtergefallen. Ich sehe die gar nicht auf den ersten Blick. Ja, das ist richtig gemein. Da musst du aufpassen. Nein. Jetzt passt die Musik gerade. Unsere Nerven sind am Ende. Wir wissen die Lilianen haben mich aufgehalten, dein Ernst. Unser Begleiter ist pausenlos am Draufgehen. Wir verlieren die Nerven. Wir müssen aber weiterkommen. Was zeigt Splitty Screen? Was? Splitty Screen. Was Screen? Wenn du stirbst, das ist so. Ja, dass du halt zurück zum Hauptmenü gehst. Oh. What the fucking? Jetzt darf ich mich auch von hinten vorkämpfen. Oh, was ist das für ein Geräusch? Was war das für ein Rauschen? Alter, was machst du die Steine kaputt, ey, du Cheater? Ja, damit ich das nicht noch neu machen muss. Mann, ey. Weil ich das schon vorbei war. So, was ist das für ein Rauschen? Cheater. Wobei das ja jetzt nichts Neues ist. Was? Bei dir ist gerade alles verläuft. Ist es? Ja. Ja, aber kann ich jetzt nichts dran machen, das weißt du, tut mir leid. Ja. Sag mal, du hast doch Diablo 3, ne, wa? Ja. Alter. Du hast doch Diablo 3. Ja. Hast du das schon durchgespielt? Nein. Noch nicht durchgespielt? Ah, ich
spiele das eigentlich zurzeit gar nicht. Aha. Ich mache eigentlich schon so eine riesen Pause. Account-Daten könntest du mir nicht joinen, oder? Was? Die Account-Daten für Diablo könntest du mir nicht... Nein, oder? Muss ich gucken. Ah, nee, jetzt komm. Also ich habe ja jetzt die Testversion gespielt, die du mir gegeben hast. Ja. Aber die waren mir ehrlich gesagt ein bisschen zu schnell zu Ende. Und ja, du kannst mir ja vertrauen. Also ist ja nicht so, dass ich jetzt total scheiße mit deinen Daten machen würde. Ja, ich weiß, dass ich dir vertrauen kann. Ja, ist jetzt aber nicht so wichtig. Fällt mir jetzt so gerade so ein. Weil mich das Dungeon irgendwie an die Diablo-Dungeons erinnert. Ich weiß nicht wieso. Und ich weiß auch nicht, wieso die Framerate gerade wieder streikt. Aber sie tut es. Krass, dieser Sprung hat mir direkt meine Hälfte von Leben weggezogen. So. Das sind jetzt 2 Frames pro Sekunde. Ein Frame. Jetzt geht's. Oh, Mann, das gibt's doch nicht. Ja, also bei den Frame-Einbrüchen, da werde ich echt wahnsinnig. No. Ich muss gerade schon zweimal neu anfangen, weil ich immer drauf gegangen bin. Ich bin jetzt gerade bei den ganz vielen Schaltern da. Da bin ich auch gewesen. Das ich hab's plötzlich rausgefunden, danach bin ich immer runtergefallen. Jetzt weiß ich, wie es geht. Das plötzlich so reingeht, ne? Oder ja, nach den Schaltern geht's ja ganz tief runter. Ja. Ja, ich bin da immer möglichst weit nach vorne gegangen, aber ganz im Gegenteil, du musst weit nach hinten halten und von dort aus dann springen. So. So, genau, hier geht's weiter. Okay.